Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Einen wunderschönen guten Morgen dir, mir, uns an diesem Sonntag. Der 6.1., also als 7er, 6 und 1 ist 7, in einem 2016, ein neuner Jahr, ist er 16, eine vedische 16, also die Vollendung von einem Jahreskreis zum Beispiel. Gleichzeitig die 7 als Quersumme. Die 7 ist einmal die Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen oben und unten, aber auch, also Verbindung, aber auch die Trennung, das Beil. Die Germanen haben den auf das Beil war praktisch die 7, und da haben sie dann oft die Uruz-Rune drauf getan, dass praktisch diese entweder Verbindung oder die Trennung mit dem Ursprung vonstatten gehen kann. Jetzt war ich gerade bei meinen Hähnen draußen zum Futtern. Und es ist einfach nur ein Genuss zu sehen, wie sich alles vor unseren Augen offenbart. Und weil ich die Dinge geschenkt bekomme, weil bei mir so ständig dieser Film der Wirklichkeit läuft, der Wahrheit, eine Realität ist ja praktisch immer nur ein Ausschnitt von jedem selber, habe ich mir gedacht, was zeigen mir diese Hühner heute? Und wir haben ja ein zweigeteiltes Hühnervolk. Hühner sind die letzten Saurier, die den Menschen dienen. Ja. Und dieses geteilte Hühnervolk besteht aus freien Hühnern. Da ist heraus, sind also zwei oder drei Gockeln mit ein paar Hähner, die sie so am Gelände rumtreiben. Und es gibt dann einen großen Pulk von sogenannten kasernierten Hühnern, die sind also in einem Hühnergehege oder in einem Hühnerhaus. Und sie sind normalerweise, egal ob Winter oder Sommer, morgens zwischen 6 und 7 stehen die heraus im Spalier und warten, bis ich mit dem Futter komme. Und heute war kein einziges Huhn da. Und ich denke mal, ja, sind die irgendwo ausgeflogen oder was? Ich höre keine Gackern, die einzigen Vögel, die sich freuen, wenn das Futter kommt. Und plötzlich war mir klar, die ganzen Hühner, diese 25, 30 Hühner, sind alle im Hühnerhaus. Sie haben sich damit abgefunden, ihr Leben in ihrer Realität voll zu akzeptieren. Sie stehen nicht spalier und warten vor der Tür, bis sie raus können oder nicht, sondern sie bleiben im Haus und sagen, es ist alles okay. Gleichzeitig habe ich beim Haus geschaut, wo die anderen Hühner sind, die freien Hühner, die ja normalerweise um unser Wohnhaus herumkreisen und die Nachbargelände mit beglücken mit ihrem Gegackere und Gepicke. Und die sind halt hinten beim Baum der Ahnen. Und zwar ganz speziell am männlichen Ahnenbaum haben sie rumgescharrt in einer Zufriedenheit und Ruhe, kleines Grüppchen. Und auch die haben sich draußen gefunden. Und ich habe ja gerade vor einer halben Stunde scheinbar zufällig was gepostet und was über abgebrochene oder zerstörte Brücken und die Unterbindung der Möglichkeit eines Rückzuges gepostet. Und denke mal, ja, jetzt ist gut. Das heißt also, diese beiden Pole haben sich entschieden, werden sich beruhigen oder haben sich beruhigt. Und es kann zwischen den beiden Polen fließen. Die Dualität ist somit definitiv auch sichtbar aufgelöst. Und mit heute kommt alles in Fluss. Und ich habe gerade vorhin noch für meine 100 heilenden Herzen in der Runenlektion des Tages die Lagusch-Rune, also die auch für den Fluss, für das Gewässer, für das Süßwasser, für die flüssige Fülle, also nicht die feste Fülle wie Fehu, sondern für die flüssige Fülle sorgt. Und es geht so ineinander, dass ich jetzt einfach voller, boah, ja, ihr merkt es eh, ich bin so voller Freude, dass sich das jetzt alles so ausgeht und aufgeht. Und ich habe auch gestern ein paar Brücken des Rückzuges, aber auch der Rückkehr im Prinzip aufgelöst. Intuitiv einfach, um es mal zu erfüllen, ob es gut oder nicht so gut ist. Und wow, Leute, ich kann euch sagen, es ist einfach schön. In diesem Sinne, einen wunderschönen, grünen, herzlichen, herzfarbemäßigen, grünen, liebevollen, sonnendurchfluteten Sonntag, Tag des Herrn. Seid ihr Herrin, seid ihr Herr und genieß ihn daher besonders und sehr. Hey, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz einen schönen Tag. Namaste, macht's euch schön. Und ich werde mich heute um, ja, meine Ziele bzw. meine Berufung noch ein bisschen näher kümmern.
damit da was weitergeht, damit da was in Fluss kommt. Ich werde also auch was in Fluss bringen. Ja, okay, also einen wunderschönen Sonntag. Bis Liebe euch. Baba, ciao.